Und damit willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben in Eodorat. Da unten sind auch meine Blutspuren, aber es ist der nächste Morgen, 8.03 Uhr. Ein neuer Tag hat angebrochen. Ich bin geheilt, ich habe geschlafen, mein Mana ist aufgefüllt. Gorn macht... Nee, Biff. Ist es Biff oder Gorn? Das ist Biff. Biff macht komische Dinge. Nichts Neues, alles in Butter soweit. Und dann wollen wir noch mal schauen, was sich hier noch innerhalb der Insel verbirgt oder auf uns wartet. Ich hoffe, es ist gefährlich und ich kann es beseitigen, damit Corinnes endlich wieder sicher ist. Naja, also warum ich hoffe, es ist gefährlich? Naja, wenn es nicht gefährlich wäre, wäre das nicht das Problem, das wir suchen. Dann müssen wir nochmal woanders hin. Ganz viele Orks da drin. Okay, hier hinten ist nichts. Ja, und da kommen sie auch schon her. Da muss ich gleich zaubern. Zack. Ja, ne? Massensterben ist schon eine feine Sache. Könnte sogar sein, dass ich jetzt genug Geld habe für einen Kronstöckel. Schaue ich jetzt aber noch nicht. Das, nee. Ist hier noch ein Wag irgendwo? Sieht nicht so aus. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob sich hier nicht irgendwo noch irgendwelche Items verbergen oder irgendwelche Truhen oder was auch gut wäre. Pilze, Pilze. Wer sagt's denn? Pilze. Zwar die falschen, aber hey. Ein Hinweis darauf immerhin, dass es hier Pilze gibt. So. Das war jetzt nicht so eng, dass ich da jemand angelockt habe. Hier gibt es keine Pilze. Gut. Mir fehlt ein bisschen Leben. Wisst ihr was? Dann esse ich doch einfach gerade die Pilze. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Mana 210. Ich könnte 90 auffüllen. Ich drücke mal 250er. Dann habe ich nämlich wieder zwei Massensterben, die ich zaubern kann im Fall der Fälle. Okay. Erst positionieren zum Butlerfleisch sammeln. Dann den Zauber wegtun, weil wenn die jetzt die Waffe gezogen hätten, hätte ich sofort anfangen müssen zu zaubern. Weil der Zauber einfach so lange dauert. Autsch, das ist Feuer. Ein Höhlentroll. Habe ich noch? Ne, jetzt fehlt mir das Mana natürlich. Gut, dann machen wir das mal eben so. Noch mehr Orks. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Massensterben lohnt sich. Den Troll habe ich allerdings leider gerade nicht erwischt. Dann fülle ich ja nochmal 150 auf. Oder, wobei, ich weiß nicht, ob ich zwei brauche für einen Höhlentroll. Sicher ist sicher. Bereite ich bei zwei Massensterben vor. Ja, das kann ich auch. Ne, eins reicht. Alles gut. Sehr gut. So, dann möchte ich mal die Orks ausnehmen. Was haben die denn so alles dabei? Ihre Kriegsschwerter, natürlich. Sind hier Eliten. Ein Wagfell. Da ist nichts zu holen. Ah, Heiltränke. Sehr gut. Und ein bisschen Geld nehme ich auch. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, wenn die Orks... Da ist nichts zu holen. Wenn die noch nie auf dem Festland waren, der Menschen, wo haben die das Geld her? Also sie waren noch nie auf Corinnes. Das heißt natürlich nicht, dass sie nie auf dem Festland waren. Vielleicht waren sie ja woanders auf dem Festland. Ich meine, Corinnes ist ja nur eine Insel von dem gesamten Königreich. Darum geht es übrigens dann, glaube ich, in Gothic 3, wenn ich recht entsinne. Was ich allerdings noch nie gespielt habe. Und also zum Hintergrund. Da ist nichts zu holen. Als ich Gothic gesuchtet habe als kleiner Junge, da war Gothic 3 dann irgendwann ganz neu raus und war voller Bugs. Und alle haben gesagt, es ist voll blöd, weil es total verbuggt ist und es macht keinen Spaß zu spielen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen abgeneigt. Aber ich habe mittlerweile gelesen oder gehört, dass mit den ganzen Patches, die es mittlerweile gibt, das Ganze wohl tatsächlich spielbar sein soll und auch Spaß machen soll. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich Gothic 3 vielleicht auch noch hinterher schieben soll. Wie seht ihr das? Hättet ihr Lust darauf? Ich habe Gothic 3 noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mir kein Let's Play davon angeguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin blutiger Anfänger. Und weiß nicht, ob es Spaß macht, mir zuzugucken, wenn ich das Spiel zum ersten Mal erforsche und entdecke. Sagt ihr mir das? Sagt ihr mir das?
Ich kann das nur schwer beurteilen. Kein Kronstöckel. Schade. Ich kann da mal schauen. Auf Mondgesänge gibt es einige schöne... Ah, Drachenwurzel. Feuerwurzel. Auf mondgesänge.de gibt es sehr viel Informationen zu diesem Spiel. Zu Gothic 1 und 2. Ich glaube auch zu 3. Was treibt sich da hinten rum? Eine Ork-Elite. Okay. Ich habe einen Massensterben. Ja, komm, das reicht. Hua, das sind ja zwei. Ein orkischer Oberst. Ja, gut. Jetzt nicht mehr. Ach so, hätte ich mit denen sprechen sollen. Haha. Dieser orkische Oberst ist eine verdammt harte Nuss. Nö, eigentlich nicht. War ganz einfach. war jetzt nicht so der Rede wert eigentlich. So streng genommen. Ein Ring und ein Schlüssel. Die brutale Ork-Axt sieht ja cool aus. 100 Stärke, 80 Schaden. 87 Stärke habe ich. Würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden haben, nicht wirklich. Ich habe nämlich den Bonus auf zwei Handwaffen. Und der bringt dann doch ein bisschen mehr. Apropos, irgendwo muss es hier weitergehen. Vielleicht sollte ich mal Licht machen. Allerdings, ich sehe hier nicht wirklich was. Also ich sehe nichts, was ich irgendwie lohnen will zu erleuchten. Nee, lass ich das mal. Okay, wie gesagt, Gothic 3, wie seht ihr das? Möchtet ihr das sehen? Möchtet ihr das bei mir sehen als Anfänger? Oder seid ihr selber so abgeschreckt worden von den ganzen Bugs damals und wollt deswegen Gothic 3 eigentlich total ignorieren und so tun, als gäbe es gar nicht. Ja, das sind alles so meiner Meinung nach valide Optionen, die ihr vertreten könnt. Ich möchte mir nur gerne in den Kommentaren ein bisschen ein Meinungsbild machen, wie ihr das so seht und ob sich das denn für mich lohnt, mir die Mühe zu machen oder ob da am Ende keiner zuguckt. Okay, jetzt seht ihr genau, jetzt müsste ich 40 Mana auffüllen, habe aber nur 50er Tränke. Naja, dann halte ich mich eben für 10 Mana. Und dann fehlen mir 50. Tada! Und es geht genau auf. Da ist nichts. So, ich habe hier alles durchsucht. Ich glaube, ich bin auch die Orks. Da ist nichts. Ja, die bin ich auch geklappert von der anderen Seite her. Gut. Ich würde hier mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein Gefühl eigentlich. Mal kurz speichern. Das war's nicht sterben, hätte ich gerne. Okay, was haben wir hier? Erstmal noch mehr Pilze, die sammle ich mal eben ein. Ist das eine Tür? Ja! Hey, Pedro! Was machst du denn hier? Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Von allen seelenlosen Dreckskerlen, denen ich je begegnet bin, bist du mit Abstand der Schlimmste. Du bist eine Schande für unseren Orden. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Moment, ich habe gerade so ein schlechtes Gefühl, wenn der so eine Stimme im Kopf hat. Ich habe doch hier irgendwo noch Pyrokas magischen Brief. Nee, da steht Pedro nicht drauf, okay. In seiner Zelle hier befindet sich aber auch nichts mehr sonst. Jetzt muss ich aufpassen, ich darf hier kein Massensterben mehr zaubern. Würde ich aber gerne im Fall der Fälle, deswegen bringe ich ihn jetzt zuerst einmal zurück. Und dann ist er aus dem Weg. Was hast du denn so noch zu erzählen? Müde? Bitte, lass mich leben. Nichts anderes habe ich vor, mein Freund. Zumindest
selbst, bis Vatras die Wahrheit aus dir herausgefunden hat. Hua, ist das ein... Nee, das ist nur eine Statue. Hua. Ich hatte gerade hier, wäre plötzlich ein Golem oder so aufgetaucht. Oh mein Gott. Das fühlt sich alles so gruselig an. Ich fürchte, der ist besessen von den dunklen... Von... Wieso die Suchenden? Ich zieh mal lieber dieses Amulett hier an. Sicher ist sicher. Ich habe gerade so ein ganz mieses... Aha. Schau mal einer an. Ich kann jetzt leider keinen Massensterben zaubern. Alter. Magierregel Nummer 1. Renne nie einem anderen Magier in die Schusslinie, wenn er zaubert. Solltest du eigentlich wissen. Das bestärkt mich nur noch mehr darin, dass er doch ein Verräter ist. So, komm her. Greifst du bitte mich an und nicht den, der ist unbewaffnet. Das war's mit dir, Mistvieh. Yep, das war's mit dir, Mistvieh. Ach, hol da. Ja, silberner Ring kann ich verkaufen, beides. Gibt dann hoffentlich noch ein bisschen mehr Gold für noch mehr Kotstöckel. 15, 375 kann ich erreichen. Bist du angeschlagen? Oh ja, ein bisschen. Das ist nicht weiter schlimm. Du bist eh keine große Hilfe, nehme ich an. Hua, was macht denn der Ork hier? Nein, nicht auf Biff. Ah, Biff. Du bist doch... Biff, du bist ein Schatz. Diese Drecksviecher. Oh. Was machst du hier oben, verdammt? Du sollst auf das Schiff aufpassen. Das geht schon nicht unter, Mann. Mir scheint, da sind noch mehr Orks da unten auf dem Schiff. Ist ja gruselig. Wo kommen die denn her? So, Pedro, hier bist du. Hier sind wir. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Hey, das klingt ja, natürlich. Klingt gut. Womit soll ich beginnen? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Na gut. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Aber du weißt, dass er tief reinführt. Interessant. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Was hätte ich dir vor? Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Warte mal. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Gut. So, Diego. Dann. Oh, Laris ist ein bisschen angeschlagen. Da muss man auch mal. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Hier waren auf jeden Fall mehrere Orks auf dem Schiff. Habt ihr vielleicht gesehen? Ich habe während dem Gespräch gerade noch Erfahrung bekommen, weil irgendeiner von meiner Mannschaft noch einen Ork umgelegt hat. Finde ich ja gut, ehrlich gesagt. Finde ich klasse, dass die das schaffen, einfach so ohne mich. Das liegt doch auf der Hand. Aber dabei werden sie natürlich verletzt. Als ob ich Biff ist der Wichtigste. Auf dem Schiff alles klar? Ja, alles ruhig.
Biff, ich will dich heilen. Ach Mist, das geht nicht. Hier, nimm den Heiltrank. Wissen müssen. Das sollte reichen, oder? Wow, was? Boah, wie viele Lebenspunkte hast du? Das liegt doch auf der Hand. Hier, nimm den Heiltrank. Das Größte, genau. Sieht's jetzt aus? Jetzt bist du voll. Gut. So, ach ja, hier ist ja noch mehr. Ich würde gerne den Ork. Nein, den Ork. Nein, nicht Pedro, den Ork. Nein, nicht Pedro. Den Ork. Kannst du bitte den Ork anvisieren? Dankeschön. Geht doch. Das habe ich früher auch gemacht. So, wo war denn hier noch ein Ork? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich schau mal hier oben. Ja, da ist auch noch einer. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich hoffe doch nicht. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Das Problem ist, mit Begleitung bin ich schwächer. Weil, ne, wisst ihr ja, Massensterben geht dann nicht mehr. Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Ich vermute, dass Lord Hagen damit etwas anfangen kann. Gib ihn mir. Ich werde ihn Lord Hagen überbringen. Hier hast du ihn. Danke. Ich schätze, du hast sowieso keine Verwendung dafür. Ich wüsste gar nicht, was der jetzt alles... was der tut, der Ring. Keine Ahnung. Hätte ich vielleicht mal schauen sollen, aber Mana wird's nicht sein. Mario ist weg. Mana wird's, glaube ich, nicht sein. Bei dem orkischen Kriegsherrn. Okay, hier ist doch Gorn öfter mal, ne? Gorn, bist du da? Sieht nicht so aus. Gut, ich gehe zu Vatras. Und warum sind hier noch Blutspuren? Wer ist hier so angeschlagen? Ach, der Ork, okay. Der Ork hat hier Blut hinterlassen. Ja, gut, damit habe ich kein Problem. Hey, Gorn, warte mal. Ich habe jetzt... ich hätte jetzt gerade sehen können, ob er angeschlagen war oder nicht. Gorn, bleib mal stehen. Nee, Gorn ist nicht angeschlagen, alles gut. Aber vielleicht hat er ja was zu sagen zum Ork-Angriff. Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin gerade warm geworden. Ach ja, ich mag Gorn. Gorn ist super. Der holt wenigstens nicht so rum wie Biff. Und er kann genauso gut kämpfen. Meiner Meinung nach jedenfalls. So, ich habe gerade dem Ork noch eine Kleinigkeit abgenommen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Ja, du kannst mir aushelfen. Zack. Schön. Ich brauche deinen Rat. Ein orkischer Oberst hat dort oben sein Hauptquartier. Ich komme von dort aus aber nicht weiter ins Innere der Insel. Orks sind clevere Burschen. Sie werden oft unterschätzt. Ich vermute, sie haben irgendeinen Geheimgang. Such die Wände ab nach geheimen Schaltern. Denk aber daran, dass Schalter oft eine bestimmte Reihenfolge haben, bevor sie etwas bewirken. Ah, ja. Das sind doch alles nur Gerüchte. Interessanterweise deckt sich das mit dem, was Pedro gesagt hat. Obwohl Diego eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben kann. Glaubst du wirklich? Es sieht aus, als hätten die beiden hier oben nichts abbekommen von dem Ork-Angriff. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Ja, mach das. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Kronstöckel. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe noch genug dabei, um Kronstöckel zu brauchen. Aber ich glaube ja. Ich wüsste gerade nicht, was mir fehlt. Ich habe von allem genug, außer vom Kronstöckel. Angar? Korangar? Da unten. Deine Wegfindung ist nicht gerade die beste. Jack, was sagst du zum Ork-Angriff? Was machst du denn hier unten? Wenn diese Hölle nochmal über uns hereinbricht, werde ich das Schiff hier rausbringen. Mit oder ohne dich, hörst du? Mach keinen Mist, ich krieg das schon hin. Dann beeil dich. Dann beeil dich. Oh, ich liebe, wie der spricht, der Jack. Ich finde das so großartig. Eine Ork-Axt, hier war auch ein Ork. Hey, du. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bring ihn hierher aufs Schiff.
Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Korinis überantworten. Hey! Lehre mich deine Fähigkeiten. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Schade. Kein Mana. Das heißt, mein Mana kann ich wirklich ausschließlich noch über die Tränke erhöhen und eventuell über Dunkelpilze. Dann mache ich erstmal das 360. 365. Sehr schön. So, die Uhrzeit sagt 12.46 Uhr. Angar ist gerade ohnehin ein bisschen durcheinander. Oder hat er sich befreit mittlerweile? Wo zum Henker treibt er sich rum? Ist doch unglaublich, hey. Ich habe keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ist mir egal. Ich hau mich aufs Ohr. Bis mittags. Und dann gehe ich nochmal zum orkischen Oberst. So. Bis. Moment. War Mittag jetzt klug? Ich glaube, es war schon Nachmittag, oder? Keine Ahnung. Wird schon passen. Angar, da bist du ja. Sehr schön. Folgen Sie mir. Herr Kopfweh. Herr Kopfschmerzen von der übelsten Sorte. Das könnte daran liegen, dass du Entzugserscheinung von dem Sumpfrot hast. Das könnte auch daran liegen, dass der fiese Dämon, nämlich der Schläfer, der dich damals vereinnahmt hat, sein Herrchen hier irgendwie hat und der für dein Kopfweh sorgt. So, Mario ist verschwunden. Vielleicht treibt er sich hier irgendwo rum. Wo ist er denn hin? Oder habe ich ihn nur nicht gesehen auf dem Schiff? Ich glaube, ich war nicht überall. Vielleicht ist er nur von seiner Position weg. Durch den Ork-Angriff. Das kann natürlich auch sein. Will ich jetzt nicht in Frage ziehen. Frage stellen. Heißt das. Wow. Schaut mal. Von hier sieht das Schiff ja richtig mächtig aus. Mit der Fahne oben. Ne? Und so zwischen den Klippen. Und dem Licht. Das sieht ja richtig gut aus. Wow. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt einen Screenshot gemacht. Okay. Geheimschalter. Aber zunächst einmal möchte ich die beiden anderen Zellen neben der von Pedro absuchen. Denn da waren ja noch zwei weitere Türen. Ich habe mich noch nicht getraut, da hinzugehen, weil ich Angst hatte vor weiteren Orks. Und ich hatte ja kein Mana mehr und ich war angeschlagen. So, das war Pedros Zelle. Ich höre Suchende. Was haben wir hier? Okay. Tränke. Schwarze Perle. Was auch immer eine schwarze Perle tut. Okay, ich kann Angar auch zurücklassen. Wer mir zu sehr im Weg rumsteht. Ich könnte ihn hier einsperren. Das wäre gemein. Ah, das sieht mir schon eher nach Schatzkammer aus. Hervorragend. So, dann erstmal die Truhe. Was haben wir hier? Oh ja, ein Dolch, ein bisschen Gold. Okay, das ist nicht der Rede wert. Aber hier ganz viele Heiltränke. Sehr gut. Heiltränke nehme ich immer gerne. Mana-Tränke fände ich noch besser, aber Heiltränke sind auch gut. Dann noch eine Truhe. Sind das Dunkelpilze auf dem Boden? Oh, 100 Gold. Das lobe ich mir. 100 Gold sind ein Mana, ne? So effektiv. Ah, apropos Mana. Hier sind Mana-Tränke. Und noch eine Spruchrolle. Ich sehe es gerade nicht in der Dunkelheit, was für Spruchrollen das sind. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Oder so. Irgendwie sowas war es. Ich habe es zufällig genau richtig hingekriegt. Oder es ist vollkommen egal. Egal, welche man drückt. Es geht einfach auf. Das kann auch sein. Gut, bei Pedro in der Zelle habe ich mich schon umgeschaut. Da ist nichts. Angar ist bei mir. Ich kann mit Angar hier hoch. Die Frage ist jetzt nur, wo sind diese Schalter, diese Fackeln? Ich sehe hier nämlich keine Fackeln. Hier sind keine Fackeln. Wo sind hier Fackeln? Hier unten sind Fackeln. Nee, hier unten sind Feuer. Hier brennen Feuer. Wo sind hier bitte Fackeln, Pedro?
Hat Pedro etwa gelogen? Es sind hier gar keine Fackeln. Oder sind die Fackeln hier diejenigen in den Zellen? Nein, also an dieser Fackel kann ich nicht ziehen. Das wäre ja auch reichlich dämlich, um ehrlich zu sein. Ah, hier sind Fackeln. Aber da komme ich auch nicht ran. Tja. Hier drin war keine, ne? Da war dunkel. Und im anderen Raum war auch keine. Da war auch dunkel. Ja. Okay, wo sind dann Fackeln, die ich ziehen kann? Oder hat Pedro etwa gelogen? Fragen über Fragen. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen.